Schauen wir mal, ob wir jetzt ein Glück haben. Ah, was? Und dann tut sich bei mir hier keiner. Bin gespannt, ob er mir jetzt mal so zeigt. Es ist furchtbar mit dieser Elektronik.
Jetzt schauen wir mal, ob er jetzt läuft. Ich habe zwar immer noch keine Zuseher, aber ich habe generell keine. Oh Mann, nervt mir sowas.
irgendwas stimmt doch da halt wieder nicht.
Moinsen, live. Ja, der hat ist überfordert, wenn ich den da die Nacht die Kühe durchlaufen lasse. Ist es immer ein bisschen zu viel. Das bringt er nicht weg. Man, einmal hinkommen und schon läuft das nicht mehr so, wie es läuft. Fix. Einmal hingekommen und vorbei ist es, verstehst? Es ist zum Mäuse. Wieder nicht. Und jetzt wieder. Ja, Kreuzbirnbaum Hollerstaun.
Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Helle. Mann. Jetzt soll ich's wieder zurück. Es ist unglaublich. Ich muss mich schon wieder furchtbar ärgern da mit dem Teil. So schön wie es ist und so praktisch wie es ist, aber so kacke ist es auch, wenn es einmal nicht so läuft, wie es läuft. Also, trau da und roll weg da, du Mistmatz, du, gell? Einmal hinkommen und es ist vorbei. Das ist echt zum Mäusemelken. Warum bleibt denn das jetzt nicht stehen da? Das Grus. Vorher ist doch auch gestanden. Mann.
Regst mir auf mit deinem Motorlauf. Was denkst du schon bald, wo es hier ist, da, du scheiß Bantel, ha? Reizbirn beim Hollerstaun. Ja, es funktioniert so auch schon wieder. Nur keine Panik. Ein bisschen ärgern muss ich mich allerweil, was doch. Das trief ich wieder nicht. Nein, und das Förderband, da geh her da. Erst Freitag soweit. Live. Freitag ist Mod-Tag. Gibt's doch kein Mod. Warum hat jetzt das vorher so schön geklappt und jetzt klappt's nicht mehr? Ach Mann. Kommst einmal leicht hier und schon ist die Kacke. Also bis jetzt sind es eigentlich bis auf einen Mod alle Freitags immer gekommen. Also gehe ich wieder davon aus, dass Freitag ist. Und wie ich vorher startet oder gestartet habe, war nichts Neues dabei.
Ja, vor allem ist das Auto total sinnlos, weil du anhängen kannst an das Auto, du kannst nur schnell von A nach B fahren. Und da komme ich aber wesentlich schneller, wenn ich weiß, wo ich meine Fahrzeuge stehen habe und wie ich klicken muss, in welche Richtung. Also, ich habe mir das schon mal geholt gehabt, aber das ist gleich wieder geflogen. Der war gleich wieder weg, der Kahn. Wie viel brauchen wir denn da noch? Oh mein, ja, sind wir eh bald fertig. Sind wir eh bald fertig. Da gingen 200, 150.000 Liter groß wahrscheinlich rein. So, wie viel haben wir denn da noch liegen? Das langt noch. Warum sich der jetzt auf einmal bewegt da? Keine Ahnung. Es wird kein Wagen mehr.
Moment, gleich. Ich bin mit dem Lesen nicht so schnell, das weißt du. Lass mich schnell in die BGA fahren, dann zeige ich ihn dir. So, hier hast du ihn. Hier kannst du gucken. Sag mal, wenn du fertig bist, dann tue ich ihn wieder weg. Ja, jetzt drehen wir mal die Zigarette erst fertig, gell? Die Zeit haben wir jetzt auch noch. Ja, Silage ist was, was man momentan so schnell nicht ausgeht. Ja, du musst da rechnen, dass das ja für 6 Tage ist, gell? Live, darfst nicht vergessen. Die Futtermenge für 6 Tage ist es. Aber über Nacht geht schon immer was weg. Wenn ich immer so 2 Stunden herum beschäftigt, dass ich die Viecher versorge. Also Silage und Gras bin ich nicht knapp. Da habe ich genug. Mein Gras ist immer so, dass ich so viel Gras habe, dass ich das Gras 2 Tage wachsen lassen kann. Also 2-mal schneiden kann und dann erst wiederholen muss. Aber es geht halt über Nacht eine ganz schöne Menge rein dann.
Am Tag brauche ich 5, 6 LKWs Silage. Weil die Silos schon voll haben. Ja, kommt hin. Oh. Nee, ich habe im zweiten Becken, das daneben noch voll ist, sind gute 2 Millionen drin. Im dritten Becken sind wir bei knapp über 1 Million. Ein bisschen was über 1 Million ist im dritten Becken. Aber täglich muss man Silage machen. Genau daneben erzielt, super. Mehr als wie viel. Da fahren wir gleich nochmal einen rüber. Da fahren wir zum Gras übergehen. Warte mal, da habe ich drin
Steht nicht drin, wie viel das ist, kann ich da nicht sagen. Aber da habe ich ja, 1 Million. Ah, da will ich doch gar nicht hier. Fix. Habe ich schon Stunden zugebracht in dem Bereich mit dem Lader.
Ja, Feld 20 habe ich bei einem größeren Rahmen gemacht. Dann habe ich ja um vorher Gras gehabt, das nutze ich aber nicht mehr. Und da probiere ich, ob Pflüge taugen, ob die Gruppe okay ist. Also da probiere ich alles Mögliche aus auf Feld 20. Und das untere, das ist ja Mais. Und wenn du da falsch angesetzt hast, dann ist die Gruppe weitergefahren, beziehungsweise, ach, wir sind voll. Ja, wunderbar. So, jetzt kannst du schauen, was ich brauche bei 1057 Rindergängern, Nei, Heu und Silage 1.149.222 Liter. So, das war falsch. Also da geht schon was rein. Machen wir erst die angenehm. Das war ein Fehler. Wollte bei den Schweinen das auch gleich machen.
Oh, wenn ihr da aufpasst. Ja, der ist voll. Gut. Na dann einen schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal.
Xbox öffnen. Hallo, hallo, hallo. Also Discord-App habe ich nichts gefunden. Ich habe zwar gestern eine TS3-App gefunden. Geht also momentan nur über die Party bzw. über das Telefon mit Discord. So. So gut. Ich hoffe, momentan auch nicht aktiv. Ja, Steini hat heute ein Brüdel geschickt, das habe ich auch gekriegt. Die Zuschauer. Komisch. Jetzt gehen auf einmal meine Zuschauer wieder. Jetzt sagt der Mo, wie viele Zuschauer das sind. Ich hab den großen Schwader weg, da weil der kleine Schwader langt. Der kleine Schwader langt. Der Lindner würde zwar den großen Schwader auch ziehen, aber langt der kleine Schwader auch.
So, dann nehmen wir gleich mal das Gras. Bevor ich mit dem Graswagen wieder runtergehe. Aber das ist zumindest schon mal erledigt. Ach, und dann muss ich, das mache ich gleich, weil sonst vergesse ich es wieder. Ja, macht aber nichts. Wird aber wohl nichts werden mit Kartoffelernte. Ja, das macht aber nicht. Wenn du vorne Ding machst, macht er das dann. Wenn du vorne das Ding hast, sagen wir es, das Schneidwerk. Lautschläger. Wenn du einen Krautschläger hast und hinten den Ernt, dann macht er das dann. Ja. Raus. Schaut es mit der Gülle überhaupt so aus, wie habe ich denn da 273.000 Liter. Ja, für das Feld langt es. Eins. Fürs dass du wieder ernten unten, oder was? Dann muss ich ja runtergehen. Bin schon da. Ich kann es ja drüber ziehen. Ich habe ja das Fahrzeug da zum drüber ziehen. Ja.
Ist ja wurscht. Pfosten verbrochen. Dass du gleich von dir aus wegfahren kannst. Ach so. Meinst du? Das ist zwar sehr langweilig, gell? Ja, das ist aber erst minder. Ein Radio laut machen. Ist selber fahren angesagt. Bin schon durch. Haben schon durchgezogen. Steht schon wieder in der im nächsten Fach zur Abholung bereit. Naja, ich bin jetzt was am Verdichten. Geht nicht.
Ja, der weiß ja, wer gefahren. Der weiß doch, wer gefahren ist. Der Kühlergrill, den finde ich viel zu mächtig. Hey Schleuder, Servus. Schon fantastisch, das Teil. Er wirkt schon gut an. Brutal. Alter, wir gezittert beieinander. Auf dem Mod Hub, ja, 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 ich komme ja nur vom Mod Hub. Ich konnte auch von der Giant Seite kommen. Da ist den Mod Hub. Den Mod Hub, nicht Mod Hub.
Ob. Denke mal.
keiner dabei. Servus beinand. Salatschleuder. Einer ist fertig. Entweder mein Dünger oben oder deiner. 26. »24 mit Sicherheit und 22, 23 müssen da irgendwie. Ja, ja, aber 5% ist lächerlich. Ja, so ein Schnäppchenjäger bin ich jetzt auch nicht. Okay, siehst du das richtig erkannt. Aber sonst überweise ich nicht so viel. Weil ich mir schon überlegt habe, ob ich die Lindner nicht gegen Ding tausche, gegen die Serie. Na. Na, na, na. Die T-Serie hat wenigstens Rückfahrscheinwerfer. Die S-Serie, wo teurer ist, hat es nicht. Also von daher. Unter 2 PS lange, ne? Na. Na, der Schwader nicht, habe ich schon getestet. Ah, der große Schwader fährt nicht mit dem Lindner. Beim N-Series weiß ich es nicht.
dann haue ich dann Lindner weg, dann kannst du das testen. Oder haue alle zwei weg. Weil die Lindner kriegen wir dann schon wieder, wenn es ist. Nur zwei, ja. Ja, ja, das kannst du nicht, gell, auf Kaufen kannst du nicht stehen, das kommt bloß hier. Ach, sind 211.000 fürs erste Mal lang. So. Bis du kommst. Der K700 ist auch schon 8 Stunden hergefahren. Ja, aber so viel verliert er da auch nicht. So viel Zeit. Der Lader hat über 11 Stunden drauf. Und der kommt drauf. Also da geht schon was. Da wird schon was verdient.
Jo. Da kommt Zirk. Jetzt zirkt ihn hoch. Er schaukelt wird sauer, aber er zirkt ihn noch nicht hoch.
Ein paar Ecken mag er nicht auf 24. Mit der Hand dann abfahren. Ja, ich hab mir preisliche Arbeit kommt jetzt dann noch bei mir. Na, war recht schon das gleich. Das Gras sammeln oben auf eins. Und unten dann wieder zusammenschirmen. Schon irgendwann, da habe ich gar keine Angst nicht. Ich sehe die schon. Nein, jetzt zappt er durch. Den zappt er schon durch.
Was nicht hochging. Ich glaube auch, dass das was hilft. Soll ich nicht runter? Ich hab da schon noch was zu tun hier. So, dann warten wir wieder.
suspekt sind die Helfer. Da sind die Kerzen. Schon wieder ausgegangen, da die Matz. Nein, nein. Ups, das war zu fest eingesetzt.
Tag. Da habe ich mich aber gut festgefahren da. Umgeschmeißt. Umgeschmeißt hab. Weil ich mit dem Lader festgefahren bin. Aber das haben wir gleich. Ja, dann satten überall Bügel.
Guck mal. Anhänger steht da. Schrotthaufen mit bei Hobby. Aber der hat einen guten Überrollbügel und ist ein schweres Metall, der hebt schon was aus. Ja. Der Raketenschlepper ist, der zirkt schon was. Der steckt da was ein. Schon beim Auspuffrell. Das Auspuffrell ist so groß wie ein normaler Zimmerofen oder. Hin und wieder muss ich doch sowas machen, Steine. Dürftest du doch langsam wissen.
Das ist da der Unterschied. Naja. So schlimm ist. Du brauchst ja bloß die. Du hast ja. Na. High Power oder High Power 710 5R 281 R26 12 PR. Ich habe eine ganz andere Veranlagung als bei du. Nein, der ist für kürzere, aber schwere Arbeiten gedacht. Aber oh, wie er dann aufzirkt. Wahrscheinlich, ja. Sechshunderteife. 26 kann noch mal neige, ja. Aber muss nicht. Müsste man nicht machen. Der 13 noch machen, wenn du willst, weil 13 ist auch erntereif. Eben.
Hab ich schon. Mal gucken, ob ich das schon hab. Nein, habe ich noch nicht, aber was? Gut, jetzt ist es auf Kaufen. Ich muss erst ein bisschen verdichten wieder. Pass mein HD, danke für dein Follow.
schon wieder weg vom Rand.
Ein Parkour-Runner, sondern Silage. Zweihundertzwanzig. Der große. Oh, weiß ich nicht, was hat denn der? Was? 580. Na komm jetzt, steh dich nicht hoch, hast du vorher auch wieder aufgezogen. War vielleicht jetzt nicht verkehrt. Aber das wirst du mit dem nicht schaffen. So, jetzt, danke.
ja, so jetzt bei der Saison. Ja. Ja, dann kriegen sie erst einmal den Mais, der daneben liegt. Für 13 über. 14 darf jetzt nicht sein. Müsste eigentlich gleich lang sein, die Strecke. Der 78er sind jetzt drin.
Wann denn? Wann? Hallo.
Stelle. Muss das ja anschauen. Muss draufklicken, dann sieht es. Machen wir jetzt dann einen Tee. Obwohl, allzu lang da war heute kein Fußball. Heute ist Champions League. Die Champions League ist heute.
Ja, ungefähr gleich. Von daher ist wurscht. Also da gingen knapp 59.000 Liter Körnermais raus. Aus der 13. Was dich? Manchmal.
Tja, das war für das alte Opa. Ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, gell? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wie hast du denn noch? Lastwunder. Weil drin sind jetzt 951. So einer geht noch rein. Steht schon drauf. Auf die, wo fertig sind, nicht. Na, da siehst du es nur, wenn du draus schaffst. Ja, da fülle ich ja jetzt erst einmal auf. Ja, das geht schon auch. Das Problem ist jetzt dann bloß wieder so, wie fahren. Ha, Hoppala hört sich nie gut an. Hoppala hört sich nie gut an.
da kann ich schon noch was. Also einer geht schon noch auf alle Fälle rein. Einer geht auf alle Fälle noch rein. Nein, das war nicht mehr. Jetzt war wir jetzt eng, aber einer geht noch mit Sicherheit. Crusader, den da mein Mann nicht so schmarrn brauche ich nicht. Ja, ich hab mal verpasst. Steini hat auch nicht aufgepasst. Brauche ich nicht so. Ins Nachbar-Fake geschmissen. Sabrahit. Sechs Tonnen fast alle. Da steht es einmal schon raus.